Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein anderes Format wie sonst. Und zwar, muss ich da kurz den Monitor zurückstellen, sonst vibriert er immer. Heute gibt es eine kleine Bildpräsentation, einen Rückblick auf ein Fotoshooting, welches ich vor etwas über einem Jahr gemacht habe, mit einem tollen Model, mit einer tollen Balletttänzerin. Und ich werde euch hier die Bilder zeigen, auch etwas, wie sie entstanden sind. Und ja, die Bilder im Video sind leider zensiert, damit ich das Ganze auch auf YouTube hochladen kann. Aber wenn du auf meinen Blog gehst, auf isedin.ch/blog, dann siehst du die Bilder unzensiert und in einer tollen Auflösung. Also am besten gehst du dort drüber auf meinen Blog und dann siehst du die Fotos. Ja, legen wir gleich mal los. Wir haben in Luzern im Château Gütsch fotografiert und zwar nennt sich das Blauer Saal, glaube ich, oder Rittersaal, irgendwie so. Und wir haben mit zwei, drei Outfits experimentiert, auch mit dem Licht haben wir etwas experimentiert. Nicht alles, was ich zeige hier, gefällt mir sonderlich, also nicht alle Bilder gefallen mir. Respektive es gibt bei vielen ein paar Dinge, wo ich noch was zu beachten hätte fürs nächste Mal. Und aus Lerngründen zeige ich sie euch trotzdem mal, damit ihr mal eine Ahnung habt, wie so meine Denkweise ist und ja, was sich da alles ergibt. Was ich einfach haben wollte bei diesem Raum, war halt einfach die Perspektive, also die Größe dieses Raumes zu zeigen. Und dann haben wir mal angefangen, indem wir hier rechts im Bild die Vorhänge zugemacht haben, die sieht man also auf der Seite da. Und ich habe einfach mal mit einem Blitz, mit einer großen Softbox angefangen und wir haben dann dieses erste Outfit so fotografiert. Und da haben wir dann ein bisschen herumgespielt. Also ich habe zunächst einmal eben einfach einen weiten Ausschnitt genommen mit einem Licht und mal zu schauen, wohin fällt das Licht. Was mir jetzt hier nicht so gefällt, ist die Lampe, die direkt hinter dem Kopf des Models ist. Das haben wir danach ein bisschen besser gemacht, wie zum Beispiel hier. Hier habe ich dann, also das ist das zweite ausgesuchte Bild, hier habe ich dann schließlich das Raumlicht etwas heller gemacht und wir sehen hier auch, dass es so, wenn wir jetzt die Außen, das Außenlicht hinten bei den Vorhängen anschauen, das ist ja eher kühl und im Raum drin herrscht eher wärmeres Licht. Da haben wir so ein bisschen eine Mischlichtsituation. Und eben diese Lampen, die da direkt auf dem Kopf sind, finde ich halt nicht so toll, aber ja, so ist es halt nun mal. Ja, und dann habe ich ein Licht hinter der Dame platziert, damit der Hintergrund noch etwas heller ist. Und dieses Bild gefällt mir schon wirklich sehr, sehr gut. Hier sehen wir auch ein bisschen Bewegungsunschärfe. Das kommt halt daher, weil ich die Verschlusszeit vielleicht etwas zu lang gemacht habe. Aber mir gefiel es schlussendlich dann doch, weil man so ein bisschen die Dynamik sieht. Und trotz allem ist es halt schön statisch. Die Pose stimmt. Ja, also für mich stimmt dieses Bild sehr, sehr gut. Auch hier das Gleiche. Wie du siehst, habe ich ja hier ein bisschen auch mit der Bearbeitung teilweise gespielt, einfach um mal verschiedene Stile auszuprobieren. Also dieses Setup hier besteht aus zwei Lichtern. Einem, ich glaube es war der Godox AD600 auf der rechten Seite oberhalb der Kamera und dann ein kleiner V1 hinter dem Model. Ja, und dann ging es dann schließlich weiter. Mit einem neuen Outfit, dieses Mal eher sitzende Posen und hier habe ich jetzt darauf geachtet, dass ich hinter dem Model keine große Lampe mehr habe. Einige Dinge haben wir dann auch verschoben und ja, wir haben dann einfach verschiedene Posen gemacht. Hier teilweise mit Blitzlicht, wie zum Beispiel hier oder hier und dieses Licht ist rein, ich glaube rein natürlich oder wenn, dann wirklich nur minimal aufgeblitzt. Ich könnte es dir nicht einmal sagen. Auch hier sehr, sehr natürliches Licht. Und da sieht man dann wieder das komplette Gegenteil. Kein natürliches Licht mehr, die Verschlusszeit komplett zugedreht.
damit dann nur noch ein Blitz das Modell ausleuchtet. Und hier auch nach wie vor ein Blitz, aber mit etwas mehr Raumhelligkeit, indem ich einfach die Verschlusszeit hochgedreht habe. Genau das gleiche hier, hier, hier. Ja, und dann fielen auch teilweise die Kleider beim Model, nicht bei mir. Und wir haben dann ein bisschen mit verschiedenen Posen experimentiert. Dann gab es dann noch das Negligé, was auch sehr schön war. Hier habe ich jetzt das Licht auf die andere Seite gestellt. Das Licht ist jetzt hier links oberhalb der Kamera. Und dann haben wir damit ausgeleuchtet. Und was ich hier teilweise tun musste, hier ging es jetzt zum Beispiel nicht sehr gut, aber wenn du mal links hinter dem Model, etwa auf Bauchnabelhöhe, siehst du diesen Topf oder diese zwei Vasen. Und dort sah ich erst im Nachhinein, dass ich immer Reflexionen hatte, also eine Spiegelung meiner Softbox. Und das war so richtig groß, hell und weiß, richtig unangenehm. Und das musste ich in jedem Bild danach retuschieren. Also wenn ihr irgendwas macht, wo Spiegel drin sind, unbedingt darauf achten, dass hinter dem Model nichts zu sehen ist. Ja, wir haben dann dieses Tischtuch gefunden und haben damit etwas experimentiert. Das Model hatte die Idee, einmal hochzuwerfen oder eben am Boden liegend das Ganze quasi als Kleid zu verwenden. Fand ich sehr cool. Hier wäre es zum Beispiel toll gewesen, wenn das Model ein bisschen weiter vorne gewesen wäre oder ich weiter links, damit das Model so ziemlich in der Mitte ist. Wie zum Beispiel hier. Hier ist die Mitte sehr gut getroffen, meiner Meinung nach. Aber eben auch hier musste ich sehr viel beim Hintergrund noch retuschieren. Aber schlussendlich kamen die Bilder gut heraus. Ich habe da auch ein bisschen experimentiert mit den verschiedenen eben mit den verschiedenen Farben. Und hier ist eigentlich überall das Licht auf der linken Seite oben eine Softbox oder eine Octabox. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ein großes, helles, weiches Licht. Und ich glaube, im Hintergrund gab es da auch noch eine Lampe. Man sieht ein bisschen den Schatten davon. Ich habe auf der rechten Seite des Bildes, das ist da, eine große Softbox, einfach um den Raum noch etwas aufzuhellen, indirekt über die Decke oder irgendwie so, einfach um so eine gewisse Grundhelligkeit zu erzeugen. Das hier, eines meiner Lieblingsbilder, ich mag die Pose sehr. Genau, da fehlen jetzt noch ein paar, lasst mich diese kurz hinzufügen. Kleinen Moment. So, aus irgendwelchen Gründen waren da zwei, drei Bilder nicht drin, keine Ahnung wieso. Ja, eben, die Posen wurden dann etwas größer, etwas schwieriger, etwas anspruchsvoller. Und da haben wir halt mit und ohne Kleider gemacht, damit es auch jugendfrei ist. Und dann hat die Dame das Piano entdeckt. Und da sie eben ausgebildete Konzertpianistin ist, hatte sie riesig Freude daran. Und die konnte, ist jetzt kein Witz, die konnte effektiv in der Position auch spielen. Was ich sehr, sehr cool finde. Ja, wir haben dann ein paar Bilder noch mit dem Piano gemacht. Und das war eigentlich dann das letzte Bild. Ich fand da diese Spiegelung sehr, sehr cool. Die Bauchmuskeln sind übrigens wirklich so antrainiert. Also das ist kein Photoshop. Ich habe es ein bisschen verstärkt, damit man es im Foto besser sieht, aber es sah in echt wirklich so aus. Also sehr, sehr beeindruckend. Ja, das war so ein kleiner Überblick über das Fotoshooting mit Poppy Seed, nennt sie sich. Ich verlinke sie euch gerne im YouTube, also in den Shownotes, wie sagt man, in der Videobeschreibung. Und ja, ich hoffe, dir haben die Bilder gefallen. Ich hoffe, dir hat der Einblick gefallen. Wenn du da mehr dazu erfahren möchtest, wenn du noch Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf und dann sehen wir uns beim nächsten Video. In dem Sinne, schönen Tag, schönen Abend,
oder guten Morgen, je nachdem, wann du dieses Video schaust. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns. Ciao.